Denn hier weiß ich wirklich, was drin ist, was geheimnisvoll ist. Die Schmiede von 3D Dot Game Hero nämlich. Hallo liebe Leute, hier sind wir im schmiedeeisernen Kunstwerk der 3D Dot Game Entwickler. Ihr habt gedacht, die haben ein Studio, sind echte Menschen? Falsch entschieden. Die haben sich irgendwo einen Berg eingemauert und produzieren das Spiel. Natürlich nicht mit PCs, nicht modern, natürlich. Wer denkt sich schon, dass so ein Spiel mit einem PC entwickelt wird? So ein pixeliges Spiel doch nicht. Da sind so viele Bauplötzchen, da kann man auch nur handwerklich tätig sein mit einer Zange, etwas Farbe und einem Hammer und einem komisch aussehenden Notizzettel. Und statt langer Worte werde ich hier mit jedem Einzelnen reden. Was haltet ihr davon? Ist das keine geile Idee? Natürlich ist das eine geile Idee. Ich finde, das gehört zum Spiel, weil es hier auch wahrscheinlich keinen Abstand gibt. In dem Sinne, wo alle Entwickler aufgezählt werden und dazu zu halten. Luft holen. Sowas wie ein Easter Egg, und das finde ich natürlich ganz toll, weil neben dem ganzen 3D Dot Game Hero Zelda Stil ist das natürlich ein toller. Ist das toller? Era toller? Nicht ein. Nee, war kein Einfall. Egal. Ich rede einfach mal mit denen. Reden wir hier mit dem Hündchen. Hallo Hündchen. Das ist Orheim. Orihime. Dieses Spiel wurde gemacht. Für eine Menge. Also, Legosteine sind viel. Ein ganzer LKW voll sind viel. Aber hier wurde noch viel mehr. Noch viel mehr für verwendet. Also, habe ich ja gesagt. Er hat nur noch mal bestätigt. Hallo, kleine Mumie. Es ist Hosakasu. Hosakasu. Entschuldigung. Ich bin so glücklich, im Spiel zu sein. Das Spiel ist so cool. Ich kann es bestätigen, denn ich spiele es gerade. Danke. Und hier auch nochmal, falls der Entwickler das jemals lesen, hören sollte, was ich also, das ist ja sowas von unwahrscheinlich. Sollte er Lotto spielen, das ist wahrscheinlich. Red mal mit dem Zimtower. Das ist der Hasso. Sitz! Aus! Schluss! Entschuldigung, ich habe mich vertan. Hasso. Ich bin der beste Block. Wilder hier, ich gehe mal davon aus, der meint einfach, der kann gut mit Bauklötzchen umgehen. Respekt, hoffe ich mal. Also es sieht gut aus, gehe ich mal von aus. So, reden wir mal mit der Mumie. Mr. oder Mrs. Oder einfach nur T. Nicht zu verwechseln mit Mr. T von dem A-Team. Blocks sind so konstant. Und im Norden Stern. Und sie könnten sein. Okay, entweder habe ich es jetzt tierisch falsch übersetzt, was ich mir aber gar nicht vorstellen kann. Sind wir mal fachmännisch. Blocks sind Blöcke. Sind ist, A heißt sind. Konstant, sage ich jetzt einfach mal, heißt konstant. S. Und, jetzt macht's langsam Sinn. Als, jetzt, se ist natürlich der Artikel, der, die, das. Bei uns im Deutsch kommt das die zweimal vor, also bei meinem Deutsch. Nordstern. Ah, die Blöcke kommen konstanter vor als der Nordstern, so ungefähr, also grob übersetzt. Würden sie sein, könnten, also, und sie könnten sein. Nein, ich lasse es jetzt, jetzt wird's albern. Ihr könnt selbst übersetzen. Rotshirt! Hallo Rotshirt! Gute Arbeit, sagt sie, also ich auch. Zu früh? Okay, Insider-Witz, ich verstehe den gerade irgendwie nicht. Zu. Also, meine japanische Aussprache von Namen ist nicht die beste. Ich kann zwar Ikamiyami und Shikamiyatsu und wie die alle heißen, aber... Naja, egal. Bist du schon ein Sidemaster geworden? Nein, bin ich noch nicht, leider. Der letzte signierte, ist ein großes Geheimnis. Aha. Bekommen hier wir noch was Besonderes dafür oder so? Und ein Häschen! Kamijan! Suche nach der, halte Ausschau nach den Freunden der Fee. Du wirst sie alle finden. Das hoffe ich. Ich will nicht mal die eine, warum soll ich die anderen noch suchen? Also im Ernst, so. Aber es gibt noch weitere Feen. Ich habe noch nicht eine gefunden. So, reden wir mal mit dem Oktopus hier. Das ist Kiroiwa. Ich bin überzeugt davon, dass du in irgendeinem Dungeon verloren hast, aber danke.
Oder er hat sich entschuldigt, wurde mir gesagt, dass wir uns vielleicht im Dungeon verlaufen haben. Entschuldigung angenommen, wir haben uns zwar nicht verlaufen, aber du hast gute Arbeit geleistet. War nicht so einfach. Reden wir mit ihm hier. Das ist Yu und Ki. Also Yu, Ki. Mit Bindestrich dazwischen. Großen Bindestrich, wohl bemerkt. Versuche dieses Spiel. Was denkst du? Gute Frage, wenn ich hier angekommen bin. Bist du dir nicht sicher, dass ich hier das Spiel nicht vielleicht gerade spiele? Aber ja, ich finde es super cool. Es macht richtig Spaß. Ist eine schöne Imitation von Zelda. Also soll ja eine Anlehnung daran sein. So, an die Retro-Version. Hallo, das ist Chubo Chubo. Chubo Chubo, da 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 da. Chubo Chubo, da 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 da. Chubo Chubo. Okay, das soll nicht lächerlich sein. Ich will die Namen nur mit einem positiven Aspekt versehen. Hast du versucht, das Spiel mit einem speziellen Namen zu starten? Nein, habe ich nicht. Doch, mit Jadeki ist ein ganz spezieller Name. Oder versuche? Oh, er verrät uns ein Cheat. Ja, das ist ja sehr schön. Oder drücke am Anfang oben, oben, runter, runter, links, rechts, Viereck und Dreieck im Pausemenü. Okay, ich versuch's jetzt. Wofür war das noch? Ich glaube, das war für den Spielmodus. Oder dafür, dass wir irgendeinen Cheat freischalten. Das will ich jetzt aber nicht. Oh, ja, sehr schön. Oder versuche ganz einfach L1, R1, L1, R1, L1, L1, R1, R1 und, ja, Viereck. Ich bin ja gewillt, den mal zu versuchen. Versuchen wir es mal. L1, R1, L1, R1, L1, L1, R1, R1 und... Musik! Wer hat die gemacht? Hey! Wo bist du? Hafenspieler, zeig dich! Naja, ich weiß mal nicht, was wir jetzt bekommen haben, aber wir haben es bekommen. Wir haben keinen Ton mehr. Das haben wir erhalten. Ah ne, jetzt haben wir wieder Ton. Was haben wir denn jetzt erhalten? Jetzt haben wir bestimmt irgendeinen Cheat freigeschaltet, den ich nicht will, du Sack. Was war das noch? Naja, ich gehe einfach mal weiter, sonst sieht es dämlich aus. Das ist das Kätzchen Maru. Das ist der Entwicklerraum. Ist unser Dialog interessant? Ganz ehrlich, es ist interessant, aber ich glaube, das ist nicht für jeden ansprechend. So, reden wir mal mit Toto. Nicht zu vergleichen mit dem Toto, was man spielen kann in Deutschland als Glücksspiel. Toto und so. Ich habe die Karte kreiert. Welche ein bisschen gestürzt wurde. Mist. Ja, ich finde es ja eigentlich gut so. Mich würde mal interessieren, wie die Originalkarte gewesen wäre. Weil ich habe das ja schon gespielt, wie gesagt, und ich finde die gar nicht so klein. So, wir reden mit dem Skelett. Das ist Biton oder Biton oder Biton. Ich bin Biton, der Tester. Was? Du hast ein Spiel wiedergefunden? Gute Arbeit. Solide ist gut. Ja, finde ich auch. Beim Spiel, kein Bug ist der beste Bug. Außer das Spiel ist mit Bugs bestückt, was der Sinn des Spiels ist. So. Das ist Bauwau. Hier redet Bauwau. Meister sagte, ich habe keine Vorstellung davon, wie lange das dauern würde. Wuff. Okay. Ich bin immer noch über den Namen Bauwau interessiert. Hallo, weißer Ritter. Das ist Hoshiken. Der gespeicherte Serverstatus liegt bei 200 GB. Jetzt liegt er bei 100 GB zurück. Aha, okay. Wahrscheinlich so viel. Boah, haben die so viel Bildmaterial und so groß. Respekt. Echt. 200 GB für dieses Spiel. Mussten die an Daten haben. Insgesamt hat es gekommen. Hier haben wir das Hühnchen. Sato. Ich hoffe, du enjoyst das Spiel als Charakter. Ich hoffe, du genießt den Charaktergestaltungsmodus. Ja, er war wirklich gut. Ich finde das eigentlich klasse, dass man sowas hier noch mit eingebaut hat. Wahrscheinlich auch, weil das Spiel so generell nicht so unglaublich viele Möglichkeiten bietet und dass man so dann noch ein bisschen den Charakter gestalten kann. Finde ich ganz cool. So. Reden wir mit dem Ritter.
den Yuki oder die Yuki, falls ich jetzt irgendwie die Geschlechter falsch zugeordnet an viel müsste ich mich an dieser Stelle vielmals entschuldigen. Mir sind die japanischen Namen und die Geschlechter dazu nicht unbedingt bekannt. Naja. Wann dieses Projekt jemals endet, dann könnte ich, wenn dieses Projekt jemals endet, werde ich zu Hause meine Freundin heiraten. Ah, das ist doch mal ein guter Vorsatz, möchte ich meinen. Ist besser als Geld ausgeben. Okay, ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz. Das ist Shirayuki. Die Katze hier ist... Warte, nochmal. Die Katze hier wurde kreiert von dem Kartensystem. Es war nicht einfach. Achso, ja, man muss richtig lesen im zweiten Durchgang. Jetzt ist es besser. Ich muss mich so oft korrigieren, dass das jetzt bestimmt schon sicherlich wird. Aber diese Katze hier hat das Kartensystem kreiert. Es war nicht einfach. Mein Englisch ist auch nicht einfach. So, Stein, tonnenschwerer Moshita. Also die Figur, nicht du selbst. Entschuldigung. Hast du die Dungeon Easter Eggs genossen? Ich würde sagen, ja, die waren ganz nett. Gut, ich hoffe, du wirst die Zusatzwaffen auch genießen. Ja, werde ich. Was hätte er jetzt eigentlich gesagt, wenn man Nein gesagt hat? Nein, mochte ich gar nicht. Oh, sag das nicht. Okay, na, haben wir auch nicht. Ursprünglich haben wir das nicht gesagt. Silberschleim, Motti. Der Dish Circus ist der beste. Ist der beste. Ich würde ihn die Monka Stage. Ach so. Das ist seine Lieblingscircus und da ist seine Bestzeit 50,56. Kannst du ihn unterbieten? Also kannst du mich unterbieten? Ich weiß es nicht. Ich finde den generell sehr, sehr schwierig. Muss ich mal gucken. Wir waren ja bisher nur am einen Tischzirkus und ich versuche eigentlich die anderen zu meinen, aber das muss er ja nicht wissen. Ich finde die Sau schwer. So, dem Schmied Masuri. Masaru. Nicht Masuri, ich habe das eh da gesehen. Ich habe mein Bestes gegeben als Eventdirektor. In der Verteilung. Ich hoffe, du genießt es. Ja, bisher schon. Ich muss zwar nicht oft die Nase putzen, aber doch. Oh, der war ganz schlecht. Das ist der Ritter Herr Toku oder Frau Toku oder Toku oder einfach nur Toku. Hast du den blauen Drachen gesehen? Oh ja. Der war nicht ohne, Junge. Der war nicht ohne, der hat mich gekillt. Dann hattest du wirklich Glück. Hast du ihn getötet? Oh ja, einmal habe ich ihn gekillt. Das ist gute Arbeit. Ja, fand ich auch. Und hier. Oh, der hat doch dasselbe Aussehen wie der Dark Bishop. Das ist Herr oder Frau Uma. Der Golem ist wirklich gut gemacht. Ich wünschte, seine Arme würden sich drehen. Seine Arme könnten sich auch drehen. Entschuldigung. Beziehungsweise sich bewegen, wenn er den Schleimgolem meint. Schlammgolem. Ja, das war eine kleine. Ich hoffe, das schneide ich als eine Folge wahrscheinlich. Das war eine kleine Zusammenführung des Entwicklerteams. Also hier nochmal danke an die netten Kommentare. Es macht Spaß und es geht weiter. Wir wollen noch den Dark... Oh, ich wollte niemanden peinigen. Wir wollen jetzt den Dark Bishop kriegen. Der ist nämlich dran, der Mann. Und da sind wir wieder. Gehen wir erst nach unten. Ja, hier sieht es ein bisschen seltsamer aus. Immer mehr Regen. Große lilane Fläche. So, also für alle, die dieses Let's Play zufällig schauen, weil sie auf der Suche sind nach den Schuhen, warum man hier nicht rüberlaufen kann. Diese Schuhe erhaltet ihr, indem ihr im Windtempel alle Schatzkisten öffnet. Welche genau, weiß ich jetzt nicht, aber in einem Windtempel befinden die sich diese wichtigen giftresistenten oder giftabweisenden Schuhe. Und ich muss mal hier rauf, da war nämlich eine Kiste.
Ja, und dich hier weg und dich da weg und dich da unten. Und jetzt muss ich runter, denn an die Kiste wollte ich jetzt mal runter. Einen weiteren weißen Legostein haben wir erhalten.